Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem 11. Handarbeitstagebuch. Ich bin Katja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und für alle die, die zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet sind. Hier geht es ums Basteln, um DIYs, um Hauls und explizit in den Handarbeitstagebüchern natürlich um Handarbeiten. Ums Häkeln vorrangig, Stricken liegt mir nicht so, ich habe rheumatische Arthritis. Und nähen tue ich ganz gerne. Ja, ganz aufgeregt. So, jetzt habe ich alles um mich herum drapiert. Und denke mal, starte ich einfach mal. Im letzten Handarbeitsvideo habe ich euch ja gezeigt, dass ich den Schal, die Sandhose von Drops häkeln wollte. Und ich hatte so eine pinkfarbene Wolle, so ein Farbverlaufsbubbel. Obwohl, der war gar nicht, ich glaube, der war nicht Farbverlauf, der war einfach nur pink mit weiß. Und der lag hier schon bestimmt eine Woche bei mir auf dem Platz hier, wo ich gesagt habe, mit dem häkel ich dieses Tuch. Und dann ist mir aber noch das Grüne in die Hände gefallen. Und da der ja auch grün ist, habe ich gleich, nachdem ich das Video hochgeladen habe, ohne auf eure Antworten zu warten, mit Grün angefangen. Weil da hatte ich auch ganz viel von, 465 Gramm. Ich konnte den Faden also doppelt nehmen und habe mir gedacht, dann bin ich vielleicht schneller fertig. Und ich habe sehr monogam 2 Wochen lang an diesem Schal gehäkelt. Und er ist fertig. Hier ist er. Ich habe ihn ein bisschen abgeändert, weil diese schöne Rüschenkante, die war gar nicht so rüschig, wie, also als er fertig war. Deswegen habe ich einfach noch eine Reihe Rüschen rechts und links mit drauf gemacht. Und die Rosen habe ich ein bisschen verändert. Die fand ich auch nicht so schön. Auf dem Bild sehen die zwar ganz toll aus, aber na gut, jetzt sind sie vielleicht auch nicht schön, jetzt sind sie Rosenknospen. Passt natürlich auch heute fabelhaft zu meinem Shirt. Ja, gefällt mir sehr gut. Hat mir Spaß gemacht. Das war ein einfaches Muster zu häkeln. Man hat den quer gehäkelt, also die Reihen waren schon nicht ganz ohne, aber wie gesagt, 2 Wochen habe ich dran gehäkelt und in den 2 Wochen habe ich natürlich nichts anderes gemacht. Da ist dann viel liegen geblieben, aber ich wollte den unbedingt fertig kriegen und ich glaube, ich mache mir den auch noch mal in Pink. Weil ich finde den so schön. Der gefällt mir richtig gut. Das ist eine Anleitung gewesen von Drops Design, heißt die Sandhose und ist ein kostenloses Häkelmuster, nicht Strickmuster. Ja, dadurch habe ich natürlich nicht viel geschafft. Ich habe natürlich an meiner Kreisweste weiter gehäkelt jetzt, aber viel habe ich nicht geschafft. Wir können ja mal ganz kurz drauf gucken. So, wo war ich beim letzten Mal? Jetzt habe ich den Maschenmarkierer hinten. Beim letzten Mal war ich hier und habe hier oben den Streifen dazu gemacht. Ich bin jetzt schon 3 Reihen über die Ärmel. Aber so langsam verlässt mich auch die Lust an diesem blöden Ding. Deswegen musste mal was Neues her, deswegen habe ich den Schal in der Zwischenzeit mal gehäkelt. So, zu trinken habe ich auch. Und zwar diesmal habe ich von Messmer Rooibos Wildkirsche. Auch sehr lecker.
lecker. So, dann habe ich natürlich, ich habe mir eine Projekttasche aus 2 Waschlappen genäht. Guck mal, ich liebe ja dieses Bärchen. Und da habe ich einfach die beiden Waschlappen zusammengenäht, ein Futter rein, eine Tasche, Henkel dran. Und da wohnt der RVO drin, den ich ja von Stricken auf Häkeln umgemünzt habe. Jetzt ist die Nadel weg. Da ist auch nicht viel passiert. Die Ärmel habe ich jetzt gerade abgeteilt. Beim letzten Mal war ich da und es sind 1, 2, 3 Runden dazugekommen. Ich habe ihn mal übergezogen und es macht irgendwie ein cooles Muster mit diesem gestrickten Teil da oben drin und dann das Gehäkelte ringsrum. Sieht ganz schick aus. Wie gesagt, ein paar Löcher habe ich, die ich zunähen muss, aber jetzt habe ich da schon wirklich so viel Arbeit reingesteckt. Ich finde es ja immer faszinierend, was ihr da teilweise wieder so aufribbelt. Aber ich habe mir gedacht, nein, der wird jetzt fertig gemacht, so wie er ist. Ja, habe ich wenigstens einen kleinen Strickteil mit drin. Ja, auch nicht wirklich viel was passiert. Der Schal hatte Vorrang. Aber diese Tasche ist so süß. Da habe ich auch Handtücher von. Und Bettwäsche habe ich mir davon gekauft, mit dem Bärchen. Und jetzt habe ich noch eine Projekttasche davon. Aus Waschlappen. Die kann man zwischendurch immer mal so sich trocken tupfen, wenn man sich heiß gehäkelt hat. Ich bin sowieso heute irgendwie so ein bisschen. Ja, liegt bestimmt an meinem Tablet. So. Haben wir noch was? Ja, mein Fanschal. Der wächst ja nur langsam, weil ich nicht so viel stricken kann. Immer nur so 4 rein, dann muss ich wieder Pause machen, dann 4 rein, wieder Pause. Jetzt hängen ja auch schon ein paar Fäden rum. Beim letzten Mal war ich hier unten kurz vorm Farbwechsel. Oder nee, ich glaube, weiß hatte ich schon angesetzt. Jetzt habe ich den weißen wieder. So lang ist er schon. Steffi, du bist fast fertig. Ich freue mich für dich. Ja, aber naja, er wird langsam. Und das mit dem Rollen, das ärgert mich ein bisschen. Eigentlich ist er so weit. Mal gucken, ob ich den mit Spannen und Dämpfen nachher ein bisschen gerade kriege. Ja. Die heutige Folge wird mal nicht so lang. Ich rase hier so durch, aber ich habe auch echt Probleme, so lange Videos hochzuladen. Ich hatte ja bis jetzt immer das Problem, dass ich immer nur so halbstündige Videos hochladen konnte auf YouTube und auf YouTube konnte man die dann zusammenfügen, aber das geht nicht mehr. Naja, dann gibt es jetzt nur noch kurze Videos, aber dann vielleicht mal öfter oder so. So, dann habe ich noch in Arbeit mein Virustuch, weil da hatte ich ja noch Wolle übrig. Da habe ich mir gedacht, die kann ich ja auch noch mit rein verstricken, verhäkeln natürlich. Und da ist jetzt dazu gekommen der rote Part und rot mit grau bin ich gerade dran. Also die beiden sind dazu gekommen. Jetzt habe ich noch Rot und Grau. Rot wird nach der Runde wird nicht nochmal reichen. Grau wahrscheinlich, also kann ich nochmal Grau und Gelb. Dann wird Grau alle sein und Gelb mit Orange. Also noch 1, 2 Reihen werden noch drankommen. Dann ist es aber auch mehr als genug,
es ist ja jetzt schon riesig, aber ich wusste einfach nicht, was ich mit der Wolle noch machen sollte. Ich fand es schade drum. Also habe ich mir gedacht, einfach nochmal ein paar Reihen dran häkeln. Hat ja auch Spaß gemacht, das Virustuch. Finde ich auch schön. Die Steffi von Devilly Crochet, die hat auch gerade auch so in der ähnlichen Farbe, in diesen Herbstfarben, ihr es umgehabt im letzten Video. Und ich fand das so schön. Das sind so schöne Farben. Das gefällt mir richtig gut. Aber weil wir gerade bei Steffi sind, die andere Steffi von Nadelgeklapper und mehr, ich muss mich tausendmal entschuldigen, ich habe die falschen Socken gezeigt von ihr. Aber das, weil ich die einfach immer trage und jetzt sind sie gerade wieder in der Wäsche. Eigentlich wollte ich sie ja schon fertig gewaschen haben, das sind, läuft gerade unten in der Waschmaschine, aber ich blende euch mal ein Foto ein. Das sind die Socken von der Steffi. Die anderen waren von Anke, glaube ich. Anke hat mir drei Paar Socken. Ich hoffe, ich sage es jetzt falsch. Ich bin lieber leise. Ich blicke da nicht mehr durch. Mit meinen Medikamenten ist es echt. Also ich habe manchmal das Gefühl, da brennt man sich das Gehirn mit weg. Ich nehme ja Betäubungsmittel gegen die starken Schmerzen, die ich habe. Ja. Und ich vergesse alles. Mein Mann ist schon vollkommen verzweifelt, weil ich einfach alles vergesse. Manchmal packe ich irgendwo was hin und zwei Minuten später weiß ich schon nicht mehr, wo es ist. Es ist echt nicht mehr schön. Aber naja, Schmerzen oder volle Gehirnleistung. Nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach. So. Was habe ich noch in Arbeit? Ich habe die Wolle von Marco vom Strick mir was Kanal gewickelt auf eine Klowolle. Ich hatte ja mit ihm zwei Stränge getauscht. So sieht er gewickelt aus. Und ich möchte mir Handstulpen machen. Ich habe jetzt schon zwei Bündchen gehäkelt mit so einem, wie heißen die, Reliefstäbchen. Das ist so ein richtiges Bündchen ist wie gestrickt. Und zweiten habe ich jetzt die Hälfte. Und das soll dann hier so ein bisschen überlappen. So, es soll ein bisschen überlappen. Dann soll hier noch ein Knopf drauf. Und dann mal gucken, wie lang ich die mache. Na, vielleicht noch weiter unten. Bisschen länger, vielleicht so ungefähr, dann hat man das hier so überlappt so ein bisschen, wo ein Knopf drauf kommt und dann Handstulpen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so zusammenpasst, aber es ist auch grün. Ach doch, geht aber, oder? Finde ich nicht schlecht. Und dann will, also Handstulpen will ich mir daraus machen. Daraus. Handstulpen und vielleicht noch ein Stirnband. Ein schickes. Mal gucken. Für die Stulpen habe ich jetzt keine Anleitung. Die mache ich so frei Schnauze. Weil eine Liebe, ich hatte euch ja im letzten Video gefragt, ob ihr ein schönes Buch kennt oder so mit Häkelmuster. Ich muss mal zur Seite packen. Und da sind wir auch schon bei meinen Zuwächsen. Zuwachsen? Zuwächsen? Zu meinen Einkäufen. Bei meinen Einkäufen. Oh Mann. Schluck trinken. Heute nicht mein Tag. Heute ist Samstag. Mein Mann ist in der Uni. Ich habe also Ruhe hier. Muss noch ein paar Plätzchen backen. Gestern habe ich schon mit der Nachbarin haben wir so Mohnhütchen gebacken. Die waren wirklich niedlich und sind auch lecker. Aber nach 2,5 Stunden hatten wir gerade mal eine Sorte Plätzchen fertig und dann hatten wir keine Lust mehr. Dann habe ich nachmittags hier noch gebacken Haferflockenkekse auf Oblaten. Ich liebe Haferflockenkekse. Da bringe ich ihr nachher noch welche rüber und ich mache nachher noch Kokosmakronen. Ja, weil die Steffi vom Nadelklapper und mehr hat damit angefangen. Ich
wollte noch gar keine Plätzchen backen. Aber naja, Plätzchen kann man nie genug haben. Ja. So, wir waren beim Zuwachs. Und zwar hat mir eine Zuseherin, vielen lieben Dank für den Tipp, dieses Buch empfohlen. Sie hat gesagt, sie hat es bei Weltbild gekauft und ich als Amazon-Tante habe natürlich erstmal bei Amazon geguckt, aber bei Amazon kostet das Buch 16,99 € und bei Weltbild habe ich 8,99 € bezahlt. Entschuldigung. Auweia. Ja. Und da sind, also steht hier drauf, wie viele Häkelmuster da drin sind. Also es sind über 400 großformatige Farbfotos, also denke ich mir mal, es sind genauso viele Muster. Ich habe hier mir ein paar markiert, die ich ganz toll fand, was ich auf jeden Fall mal nachmachen will. Und zwar ist es hier dieses Löwenmäulchen. Das sieht ganz niedlich aus, ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie Granny Square, glaube ich. Dann habe ich mir noch eins rausgesucht. Das finde ich ja mal sehr interessant. Also da bin ich ja mal gespannt drauf. Dann sind hier auch so Sachen drin, wie man so Blümchen macht und Spitze und Häkelbordüren oder Borten sind auch mit drin. Ganz viele Borten. Ja. Und da häkeln ja, weil beim Stricken hat man so viele, jetzt will ich gar nichts mehr, beim Stricken hat man ja so viele Möglichkeiten mit Mustern und so, und bei Häkeln, da weiß ich nicht, Stäbchen, Doppelstäbchen, halbe Stäbchen, Büschelmaschen kann ich echt. Also bei Büschelmaschen stelle ich mich echt dämlich an. Die liegen mir einfach nicht. Ja. Also habe ich mir dieses Buch gekauft. Und weil ja Bücher nicht alleine reisen dürfen, genauso wenig wie Wolle, habe ich mir noch sonnige Nähideen mitgenommen. Das war da, glaube ich, ein Sale oder so. Und guckt mal, Eierwärmer als Blümchen oder Schäfchen. Ostern kommt bestimmt bald wieder. Oder hier dieses Tablett zum Tragen. Und dann guck mal, diese kleinen Vögelchen. Ach so, Vogelkram. Na, mal gucken, ob ich das mal mache. Und was ich ganz toll fand, diese Windlichter. Ja, die haben es mir angetan. Und man hat einen richtig schönen Stoff für. Ja, wieder zwei Bücher. Bücher hat man ja genug und trotzdem guckt man den Anleitungen irgendwie immer im Internet, oder? Guckt ihr zu Hause in eure Bücher? Also außer wenn ihr sie gerade gekauft habt und sie einmal durchguckt? Oder guckt ihr später auch nochmal rein? Also mir geht es so, dass ich wirklich, ich kaufe die Bücher, gucke einmal durch, markiere mir was, was ich schön finde, dann wandern sie in den Schrank. Und wenn ich dann irgendwas machen will, gucke ich bei Reverie. Oder im Internet. Oder auf YouTube. Wie letztens mit meiner Mütze. Ich habe 1000 Mützenanleitungen gesucht und geguckt und ausgedruckt und gemacht und getan. Und hatte das schönste Buch für Mützen überhaupt zu Hause. Und habe es dann doch irgendwann nach diesem Buch gestrickt. Gehäkelt. Gehäkelt. Ja. Und dann habe ich mir natürlich noch, wenn man dann so am Nähen und Häkeln ist,
und nicht immer YouTube-Videos gucken kann, habe ich mir noch zwei Hörspiele mitgenommen. Und zwar einmal So rot wie Blut und So weiß wie Schnee. Das gehört wohl irgendwie zusammen. Da bin ich ja mal gespannt. Mal gucken, was hinten drauf steht. So, als Einzelgängerin hält sie sich aus allem raus, bis Lumiki die topfnasse Geldscheine auf einer Wäscheleine entdeckt und in eine gefährliche Geschichte hineingezogen wird. Was für ihre Mitschüler als dummer Streich begann, entwickelt sich schnell zu einer Hetzjagd auf Leben und Tod. Die 17-Jährige muss sich im gnadenlosen Drogengeschäft zurechtfinden, in dem nur eine Währung zählt: Blut. Wem kann sie noch trauen? Klingt recht spannend. Und bei Weiß wie Schnee? In brütender Hitze gelangt Lumiki auf einer Backpacking-Tour nach Prag. Nochmal von vorne. In brütender Hitze gelangt Lumiki auf einer Backpacking-Tour nach Prag. Als sie dort von einem Mädchen angesprochen wird, das behauptet, ihre Schwester zu sein, steht ihre Welt auf einmal Kopf. Längst vergessen geglaubte Familiengeheimnisse drängen ans Licht. Über ihre angebliche Halbschwester gerät Lumiki an eine seltsame Gemeinschaft, die sich die Weiße Familie nennt und Schreckliches plant. Eine Katastrophe steht kurz bevor und nur Lumiki kann diesen grausamen Plan vermeiden. Wird sie es schaffen? Na, mal schauen, was das so wird. So, was habe ich noch? Ich habe neue Stoffe gekauft. Und zwar einmal diesen hier mit den Bullis drauf. Süß, oder? Also der hat mir richtig gut gefallen. Dann einen mit Einhörnern in rosa für Mädchen. Und den kann man, ich glaube, das kann man gar nicht richtig erkennen. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Seht ihr das? Da sind Möpse. Au, au, ah, 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 Krampf. Oh, bei dem Wetter ist mit dem Rheuma ganz schlimm. Das sind so Möpse. Und so Hydranten. Hier, wenn man richtig hinguckt, hier sind auch noch Dackel drin. Das Weiße hier sind Dackel. Irgendwie voll witzig. Der hat mir auch gut gefallen. Und Schnurrbärte, obwohl Schnurrbärte sind, glaube ich, schon wieder aus, oder? Out? Schnurrbärte ist nicht mehr so der Hit, oder? Bin mir nicht so sicher. Aber den fand ich ganz schön. Da wird es demnächst wieder ein paar neue Projekttaschen in meinem Shop geben. Ja. So, jetzt muss ich mir auf meinen schlauen Zettel gucken. Habe ich euch alles erzählt, was ich erzählen wollte? Was ich fertig habe, war ja nicht viel in Arbeit, Zuwachs, in Planung. Ach, was ich in Planung habe, genau. Ich möchte auf jeden Fall nochmal ein Tuch jetzt häkeln, wie dieses Grado von Veronika Hack, was ich gemacht habe. Das Rote, was ziemlich lang ist, aber nicht so tief. Jetzt liebäugel ich schon mit dem Ornamentus. Aber das Ornamentus finde ich doch noch ganz schön tief. Und da habe ich mir überlegt, ich habe ja jetzt so ein schönes Musterbuch, dass ich einfach mal mir da ein paar Muster raussuche und es so wie dieses Grado häkel. Und dann eben auch hin und her und jede Reihe oder so groß wie so ein Mustersatz immer ist, vielleicht, weiß ich nicht, dass man davon was sieht, vielleicht 5 oder 6 Reihen oder vielleicht auch mehr. Muss man gucken, wie man das an den Seiten mit den Zunahmen macht, weil so die Mustersätze haben ja auch immer eine bestimmte Anzahl, oder? Ja. Muss ich mal gucken.
muss ich mir was ausdenken. Da haben wir wieder meine drei Probleme. Ja, und dann suche ich noch für meinen Mann, würde ich gerne was häkeln. Aus so einem Verlaufsgarn, ein Tuch oder ein Schal. Habt ihr da eine Idee für mich? So was Männertaugliches? Also nicht sowas vom Steven West. Also das ist nichts für meinen Mann. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu extravagant. Mein Mann mag es lieber schlicht und einfach. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn auch sowas einfach häkel, nur ohne Rüschen. Aber das fand ich dann auch ein bisschen langweilig. Oder vielleicht mache ich das auch so mit den verschiedenen Mustern. Und Schal. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr ja noch die ultimative Idee, was ich da machen kann. Ich bin für jede Idee dankbar. Ja. Weil immer Kreisweste häkeln. Fanschal mache ich eigentlich ganz gerne, aber mit dem Stricken so 4 Reihen oder 5, wenn ich gut bin, und dann fangen so die Hände an zu krampfen, dann kann ich die Nadel nicht mehr halten. Es tut so weh. Und dann geht erstmal natürlich auch nicht häkeln. Also legt man es erstmal zur Seite, macht irgendwas anderes. Und wenn man erstmal wieder abgelenkt ist, dann hat es sich erledigt erstmal wieder. Und wenn man dann wieder zur Couch zurückkommt, dann sagt man, ah, da lag ja mein Strickzeug, dann strickt man wieder 4 Reihen. Aber so kann es natürlich nicht fertig werden. Aber ich habe mir vorgenommen, den auch bis Weihnachten fertig zu machen. Vielleicht sollte ich mir eine Strickmaschine anschaffen. Hat jemand Erfahrung mit Strick? Ich hatte mal eine. Ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist. Bestimmt beim Umzug mal irgendwo da gelassen. Ärgerlich. Benutzt habe ich sie zwar noch nie, aber eine Strickmaschine wäre schon was Schönes. Aber die sind so teuer, oder? Habt ihr Erfahrung mit Strickmaschinen? Was sowas kostet, wo man sowas vielleicht preiswert herbekommt? Strickmaschine wäre nicht schlecht. Dann könnte man wenigstens immer so den großen Teil, das Grobe, mit der Strickmaschine machen. Und dann könnte ich ja noch was dran häkeln, Borten oder so. Das wäre auch nicht schlecht. Da könnte ich ja mal gucken, bei eBay Kleinanzeigen oder so. Ja. Vielleicht habt ihr ja ein bisschen Erfahrung mit Strickmaschinen oder habt eine Ahnung, wo man sowas herkriegt. Oder vielleicht hat jemand einen preiswert abzugeben. Dann schreibt mir in die Kommentare. Würde mich freuen. Ihr könnt mir sowieso gerne Kommentare hinterlassen. Mit dem Antworten bin ich immer ein bisschen faul, weil ich muss mich dann meistens an den Rechner setzen. Ja. Aber ich beantworte jeden Kommentar. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber es wird wirklich alles beantwortet. So, dann bin ich auch schon am Ende. Des Wortes. Ja, ich werde jetzt noch Kokosmakronen machen. Erstmal werde ich den Geschirrspüler ausräumen, die Küche wieder ein bisschen ordentlich machen, damit mein Mann keinen Schock kriegt, wenn er nachher von der Uni kommt. Weil die Hühnerfrikassee habe ich gestern extra ein bisschen mehr gemacht. Bietet sich an, dann braucht man nur, kann man für 2 Tage einmal gekocht, 2 Tage essen. Sehr praktisch. Ja. Und dann habe ich angefangen, The Walking Dead zu gucken. Jetzt Game of Thrones ist die Folge wieder zu Ende. Outlander läuft zwar noch, aber sind ja auch nur 2 Folgen in der Woche. Ja, und jetzt bin ich gerade bei Staffel 2. Kann man das sehen? Ne, Staffel 2, ich glaube in der 11. Episode oder so. Also Staffel 2 habe ich auch fast geschafft. Sehr gruselig. Man denkt ja an nichts anderes mehr. Jetzt 2 Wochen lang die ersten beiden Staffeln geguckt. Ja, aber von der Idee her einfach klasse. Ist ja meins. So, das war's auch wieder von mir. Ich bin fertig, habe euch alles gezeigt. Zu erzählen habe ich irgendwie nicht viel. Ach doch, ich habe noch ganz liebe Post von meinen Arbeitskollegen gekriegt. Mit einer Karte, dass sie an mich denken und Schokolade drin. Ja, die wissen noch gar nicht, dass ich nicht wiederkomme. Ja, meine Arbeitnehmerüberlassung. Ich arbeite ja seit 26 Jahren bei der Post.
und bin vor 10 oder 12 Jahren ist es jetzt ja zu DHL ausgeliehen worden. Da bin ich ins Büro gegangen. Vorher habe ich im Nachtdienst an Maschinen gearbeitet. Und jetzt 12 Jahre da Bürodienst. Wir haben E-Mail-Bearbeitung gemacht, Callcenter-Arbeit. Wir haben anfangs nur telefoniert, zum Schluss jetzt nur noch E-Mail-Bearbeitung gemacht. Aber dadurch, dass ich jetzt schon mehr so lange krank bin, jetzt über ein Jahr, haben die gesagt, nö, die Arbeitnehmerüberlassung wird jetzt ausgelaufen und die haben natürlich nur die Leute verlängert, die nicht krank waren. Deswegen muss ich wieder zurück ins Amt. Werde ich denen wohl mal eine Karte schreiben müssen demnächst. Mich bedanken, dass sie an mich denken, aber dass ich nicht wiederkommen darf. Bin ich ein bisschen traurig drüber, weil gerade in meinem momentanen Behinderungsgrad, körperlichen Zustand, wäre das natürlich eine Arbeit, die wesentlich einfacher für mich zu machen wäre, als wieder im Amt mit körperlich schweren Arbeiten. Aber mal sehen. Es wird schon wieder. Man darf eben einfach nur nicht den Kopf in den Sand stecken. Fällt mir zwar von Jahr zu Jahr schwerer, aber ich versuche mal das Beste draus zu machen. Chaka. Chaka, ich schaff das. Gut, dann bedanke ich mich ganz lieb bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen hoch da lasst oder einen Kommentar. Gerne könnt ihr auch ein Abo da lassen. Wenn ihr die kleine Glocke daneben drückt, versäumt ihr auch kein Video von mir. Weil ich habe mal auf meinem Kanal extra Playlisten eingerichtet für meine Basteleien, für die DIYs, für die Hauls, für die Handarbeitstagebücher. Also wenn ihr euch nur für eins interessiert, dann guckt auf die Playlisten und da seht ihr dann, was gerade so in welchem Milieu dazugekommen ist. Okay, jetzt aber wirklich Schluss für heute. Ich bedanke mich nochmal bei euch. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, naja, Samstag. Ich muss das Video jetzt bearbeiten und hochladen. Das dauert ja auch immer ewig. Wenn ich es schaffe, werdet ihr das am Sonntag sehen. Ansonsten erst Montag. Also, auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss, eure Katja.